Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Clash Royale und ich würde sagen, es geht wieder heiß her. Und zwar gibt's wieder einen Clankrieg und den will ich jetzt mal hier noch beenden, würde ich sagen. Und ja, deswegen nehme ich jetzt hier das Video auf, ne? Und ich habe natürlich auch noch ein bisschen was anzukündigen und zwar möchte ich jetzt wieder regelmäßig Clash Royale bringen. Ja, es gab ja eine ganze Zeit keine Folgen, ne? Vor den Oldschool-Monaten hatte ich ja ziemlich eine lange Pause gemacht, aber ja, mittlerweile habe ich eigentlich wieder Bock, so ein paar Folgen zu machen, weil es eben auch viele neue Features gibt, wie zum Beispiel das hier alles, ne? Da kann ich schon wieder was einfordern, wieder 1000 Gold und ja, ich hatte ja auch schon in den Oldschool-Monaten so ein bisschen was gezeigt, also man kann sagen, es gibt auf jeden Fall viele neue Sachen, das hier werde ich mir zwar nicht holen, ne? Gegen Geld und sowas, aber ja, man kann ja mal sich so das Ganze ein bisschen angucken. Und ja, ich schau mal hier im Clankrieg, ne? Kriegstag ist heute und ja, da machen wir das gleich mal. Jetzt gehe ich aber hier erstmal auf Spenden. Boah, ich habe schon wieder lange nicht am PC gespielt, das ist voll ungewohnt. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, die letzte Aufnahme, ich weiß gar nicht mehr, wann die war. Ich glaube im Juni noch sogar, oder? Nee. Die war doch später. Bestimmt Juli oder sowas. Ah ja, ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. Jedenfalls ist es schon eine Weile her, da hatte ich ja über die SIM-Karten und so geredet, ne? Genau, das war da, als ich ja mein Handy ein bisschen drüber geredet habe, ne? Und zwar mein altes, da hatte ich ja leider nicht mehr eine funktionierende SIM-Karte, ja, und ja, das ist halt blöd, weil ich da jetzt keine Anrufe mehr machen kann, nur weil ich das verpasst habe damals, zum richtigen Zeitpunkt das zu verlängern oder so, ne? Und ja, könnt ihr euch ja angucken, ne? Da habe ich das alles so ein bisschen erklärt, letzte Folge. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, dass ich hier mal wieder loslege. Ich weiß aber nicht, welches Deck ich nehmen soll. Ja, man ist ja auch immer sehr eingeschränkt, ne? Wir haben immer kaum Karten irgendwie. Gut, ich habe jetzt auch nicht so viel im Sammeltag gemacht. Ich habe halt auch immer nicht die Zeit, hier so viel zu spielen. Ja, keine Ahnung. Generell in letzter Zeit ist das echt schwierig geworden. Obwohl ich jetzt auch in Clash of Clans und so ein bisschen aktiver wieder geworden bin. Und deswegen möchte ich auch die nächsten beiden Folgen dann tatsächlich Clash of Clans und so spielen wieder. Und Boom Beach, habe ich mir gedacht. Und ja, mal sehen, was das wird. So, soll ich jetzt hier noch das mitnehmen? Ja, komm, ich mache das jetzt einfach so. Und dann machen wir den Finalkampf. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob jemand anders noch ein besseres Deck geteilt hat. Aber, naja, jetzt müssen wir damit leben. Und ja, wird schon irgendwie. Liga 0 heißt das jetzt, lol, was ist das denn? Ist das irgendwie hier, was nach Arena 13 kommt? Ja, mittlerweile gibt es ja auch schon 13 Arenen, ne? Ist jetzt auch noch relativ neu. Hat mich auch überrascht, als ich das gelesen habe, ne? Ja, also wir werden das uns alles mal angucken, diese ganzen Neuerungen, ne? Mittlerweile ist da ja schon einiges passiert wieder hier im Spiel. Finde ich auch cool, dass es immer noch so geupdatet wird, etc., ne? Also, ja, hoffentlich geht das so weiter mit Clash Royale. Und auch Clash of Clans und Boom Beach, was ich damals auch mal gezeigt hatte hier, die haben auch wieder Updates bekommen. Und ja, ich denke mal, ich werde dann nächste Folge mal Clash of Clans zeigen, so ein bisschen, ne? Und da mal ein bisschen zocken eine Runde, wie ich das früher manchmal gemacht habe, so gemischte Folgen, ne? Und ja, danach werde ich nochmal eine Folge Boom Beach zocken. Und ja, da haben wir erstmal so ein paar Ideen wieder für die nächsten Folgen. Ich denke mal, die kommen jetzt auch nicht mehr ganz so oft, also ja, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall nicht irgendwie alle zwei Wochen, sondern etwas seltener, würde ich sagen. Ja, je nachdem, wie sie reinpassen. Vielleicht kommen sie auch alle zwei Wochen, aber ich glaube auf Dauer dann doch nicht. Ja, mal sehen. Ich möchte halt auch nicht, dass mir dann wieder so schnell die Ideen ausgehen oder so, ne? Und deswegen lasse ich es vielleicht dann etwas ruhiger lieber angehen, ne? Und das ist dann doch etwas besser auf Dauer. Na gut, dann gucken wir mal. Ich möchte auch ein bisschen Platz haben noch für andere Games und so. Demnächst soll ja noch ein paar, neue Spiele kommen auf dem Kanal hier, ne? Ja, habe ich auch in der Beta-Folge schon angekündigt oder die kommt noch, ich weiß gar nicht. Ich weiß, boah, ich habe gerade keine Ahnung mit der Reihenfolge. Ich glaube, die kam schon tatsächlich. Ja, aber so sicher bin ich mir jetzt nicht, deswegen will ich da jetzt nichts sagen. Ja, und mal gucken, wie das so alles wird. Also, ich bin schon mal gespannt. Ja, das nur noch mal so als kleine Ankündigung. Aber ja, ich finde es cool, mal wieder weiterzumachen mit Clash Royale, ne? Ich hatte ja damals mich entschieden, lieber Fortnite zu bringen oder so, ne? Weil irgendwie noch eine andere Serie parallel gestartet ist wieder oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Grund war, warum ich Clash Royale aufgehört hatte. Aber Paladins war es, stimmt. Paladins hat ja Clash Royale damals ersetzt und ja, weil aber jetzt noch einige andere Serien beendet wurden, wie zum Beispiel The Forest oder
Ja, was waren das noch? Boah, ich hab's gar nicht mehr alles im Kopf. Ram Royale kommt jetzt auch nicht mehr erstmal. Ja, da habe ich mir eben gedacht, okay, kannst Clash Royale auch wieder anfangen, ne? Und ja, ich glaube noch irgendwas anderes ging auch zu Ende. Also jetzt nicht Let's Play, das weiß ich auch, dass es zu Ende ging. Da kam ja dann Timeline dafür. Oder statt den Minecraft-Rätseln wird es auch bald eine neue Serie geben. Aber es gab noch irgendwas, was beendet wurde. Ich weiß aber gerade nicht was. Ja. Gut, jetzt sowas wie in den Oldschool-Monaten kam, meine ich jetzt nicht. Ich glaube, ich meine sogar Fortnite, oder? Ne, da kam ja dann Ram Royale als Ersatz. Boah, ich weiß gar nicht mehr, ey, ich hab's vergessen. Aber mit Ram Royale und The Forest haben wir auch schon zwei Spiele. Und ja. So, dann gucken wir mal. Royal King, okay. Ja, da haben wir das jetzt abgeschlossen. Ich habe gewonnen, tatsächlich. Passiert eigentlich selten, ne? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Und ja, es gab keinen Kriegsdeck hier. Okay, gut. Ja, doch hier oben. Ne, doch nicht. Naja. Ja, sonst gewinne ich irgendwie nie diese Kämpfe, ne? Aber jetzt ausnahmsweise schon mal. Finde ich ganz cool. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal noch einen Kampf, ne? Schweineberg, einfach einen ganz normalen, würde ich sagen. Mache ich auch in letzter Zeit ziemlich selten. Irgendwie, wenn ich mal kämpfe, dann im Clankrieg. Und sonst öffne ich vielleicht maximal meine Truhen oder so. Aber das auch nicht mehr täglich. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Spiel nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht dran. Ja, mal so nebenbei rein zu joinen oder so. Ja, man muss da eben immer wirklich aktiv dran denken oder so. Sonst geht das ja alles nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Aber gut, wir gucken mal. So, dann machen wir das ja noch weg. Würde ich sagen, zack. Ja, geht jetzt nicht anders. Und, ja, kann ich hier noch die töten? Ich weiß es nicht. Boah, ey, das wird schon wieder schlecht hier. Da wird mir schlecht vor allem. Alter, könnt ihr mal meinen Turm lassen? Ja, toll. Jetzt habe ich ja schon wieder, na gut, aber eigentlich sind wir auf gleicher Augenhöhe. So, bisschen Wut hier, würde ich sagen, ne? Damit die auch gewinnen. Dann kann man vielleicht nur den Turm mitnehmen, ne? Ja, ein bisschen noch. Ich mache mal noch Feuerball. Ja, da ist die Wut natürlich vorher ausgegangen. Ich weiß gar nicht, ob sich das auf den Feuerball auswirkt. Wäre auch mal interessant zu wissen. Okay, ja, was machen wir jetzt? Das bringt nicht viel, das Fass. Ich glaube, den Mega-Ritter könnte ich einsetzen. Bin ich auch froh, dass ich den habe mittlerweile, ne? Ist eigentlich eine gute Karte. Aber auch nicht immer einsetzbar, auf jeden Fall. Also, ja, mal gucken. So. Ja, ich kann ja mal hier einfach vorsichtshalber schon mal Pfeile schießen, ne? Ja. Ich meine, er macht ja auch ein bisschen Flächenschaden, ne? Der Ritter da. Ah, geil. Richtig gut. Da liegt man schon mal vorne hier. Mit einem 1-0. Ja, das passt eigentlich. So, machen wir mal hier. Und ja, also, was gibt's noch sozusagen? Ich weiß gar nicht. Ja, den können wir mal wegmachen. So. Soll ich hier drüben angreifen? Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich probiere es einfach mal. Und ja. Oh, komm schon, weg damit. Das kann doch hier nicht wahr sein. Ja, jetzt kommen wir natürlich die ganzen Skelette. Das hat's ja jetzt auch wieder gebracht. So, aber egal. Ja, jetzt habe ich wieder nicht mehr so viel zu erzählen, ihr merkt schon. Boah, ich muss mich aber auch langsam mal konzentrieren hier, dass ich das noch defen kann. Alter, scheiße. Ah ne, lol, jetzt schießt er das dahin. Ja. Ah, shit. Ja, das war's mit dem Turm. Wir müssen hier noch in den Kronen-K.O. gehen. Oh, nee, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, gut, dann machen wir das auch mal, würde ich sagen. So. Okay, das hätten wir. Dann hier drüben, würde ich sagen. So. Perfekt. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, das kriegen wir aber, oder? Ja, das kriegen wir. Ja, geil. Das ging ja doch schnell hier, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, besser so, als wenn wir jetzt ja noch ewig einen Kampf hätten und nicht wüssten, ob es reicht oder so. Und lol, was ist das jetzt hier? Neue Arena erreicht, als ob. Hä? Das ist ja geil. Ich bin jetzt Elektrotal. Arena 11. Die gibt's jetzt ab 3300 und ich habe jetzt hier 5 drüber. Ja, nice. Und was gibt's danach für Arenen? Spukstadt 3600. Die ist jetzt neu auf jeden Fall. Elektroteil gab's ja schon. Mensch, ich weiß noch, als Arena 10 die höchste war. Ich war nicht mal im Bilde, dass überhaupt es 12 Arenen gibt und jetzt gibt's auf einmal 13, ne?
Ja, ich dachte immer noch so, es gibt 11 Arenen. Wo kam denn die 12. her? Ich glaube, die haben sie zwischendurch auch mal so sneaky mit eingeführt, ne? Hat keiner so richtig mitgekriegt. Also ich nicht. Und, oder erst etwas später habe ich so gesehen, lol, jetzt gibt's 12 Arenen und habe das gar nicht so richtig wahrgenommen irgendwie. Und jetzt gibt's eben schon 13. Na gut, aber ich weiß nicht, soll ich jetzt hier irgendwas einfordern noch? Kann ich das? Ja, keine Ahnung. Ich kann dir schneller öffnen. Irgendwie. Ja, mal gucken. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also ja, Leute, haut rein und tschüss.